Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Factory Town. Ja, ja, Factory Town, da sind wir wieder. Und wir werden in der heutigen Folge weitermachen. Wer hätte es gedacht? Wir fangen erstmal mit Forschung an. Zwölf blaue, ja, können wir uns locker leisten. 16, scheiße, Alter. Verzauberte Bücher, Lampen und so weiter, Inventarsensor. Wir machen erstmal das, weil ich sowieso erstmal noch was anderes machen wollte. Das lassen wir jetzt einfach mal so nebenbei laufen. Und hier hinten bin ich schon mal genau da, wo ich hin möchte. Also hier läuft ja erstmal alles. In der Lebensmittelmarkt. Ja, hier Dampfrohre. Das will ich jetzt nämlich erforschen. Dann als nächstes nach der Logistik. Damit wir vielleicht hier hinten oder so ein bisschen Dampfrohre produzieren können. Weil der Rest Zahnräder können wir, glaube ich, noch nicht machen. Holzbeile, Spitzhacken könnten wir machen. Dazu bräuchte ich erstmal eine Werkstatt. Eisenplatten und Bretter. Okay, Eisenplatten stellen wir irgendwo hier am Arsch der Welt her. Hier hinten. Genau, hier stellen wir Eisenplatten her. Theoretisch zumindest. Ach, haben wir nicht die Mine in der letzten Folge noch erforscht? Nee. Doch, Bergwerk. Na klar, haben wir es erforscht. Ah, dafür brauche ich eine Schiene. Erntet für... Ja, Mist, Mist, Mist. Okay, da brauchen wir eine... Da brauchen wir erst die Schiene dafür. Ah, wie kriege ich denn die Schiene? Die Schiene kriege ich mit... Metallförderbänder? Ah, schaltet frei Dampfmaschine, Dampfanschluss, Dampfrohr, Maschinen... Halle, Verpacker, Metallförderbänder, Metallförderbänder... Okay. Aber rote Münzen haben wir gerade nicht so viele. Wir machen erstmal das, was ich machen wollte. Obwohl, wir brauchen rote Münzen. Eigentlich müsste ich das hier mal herstellen. Holzräder bringen mir 2. Stoffförderbänder 4. Wo stelle ich denn die Stoffförderbänder nochmal her? Ach, hier irgendwo am Arsch der Welt auch, ne? Hier. Genau. Okay. Wir müssten mal eine Verbindung bauen. Das machen wir jetzt mal als erstes. So, gehen wir hier lang und dann gehen wir so lang. Dann haben wir erstmal eine Verbindung. Dann brauche ich nochmal ganz schnell. Wobei wir wahrscheinlich eine Brücke bauen werden. Dass wir einfach so rüberkommen. So, dann. Diese Strukturbausteine, Halbtreppen. So, und jetzt. Oh, ist das hoch genug? Wir müssen es gleich mal testen. Und dann machen wir. Wo sind sie? Holzbrücken. Nee. So müssen wir es machen. Da müssen wir nämlich nochmal Halbtreppen bauen. Oh, falsche Taste. So, dann haben wir nämlich eine Brücke. Da würde auch theoretisch ein Schiff unten durchpassen. Und wir haben schon mal die Verbindung nach hier drüben. Da könnten wir jetzt, um nochmal ein paar Münzen zu machen, nochmal einen Wagen einstellen. Einstellen vor allen Dingen. Dann machen wir 2 Wagen. Wegen. Und Förderbänder bitte hier hin. Ja, okay, ein Wagen muss reichen. Weil die werden hier mal sich gegenseitig blockieren. Das ist ungünstig. So. Wie viel kann der transportieren? 2? Ach ja, weil ich ein Blödmann bin. Weil ich natürlich vom Lager ausgehen muss. So, von da bitte. Vom Lagerhaus nehme ich die Stoffförderbänder und nicht die, die hier drin sind. So, was ist hier das Problem? Wird kein Stein mehr produziert. Es wird tatsächlich kein Stein mehr produziert. Gut, dann müssen wir ihn von weiter wegholen. Ist aber kein Problem. Was macht ihr? Steine, Steine.
Backsteine holst du. Nee, dann gehst du auch nochmal in die Steinfabrik. Warum kann ich da eigentlich nicht von hier den Stein holen? Ist der schon im Wasser drin? So, dann lassen wir es nämlich ganz allmählich nur voranschreiten. So. Ach so, der eine ist dafür gedacht. Ja, okay. Der eine ist dafür gedacht, da die Steine hinzuschleppen. Nee, ist auch Quark. Du schleppst die Steine bitte hier hin. Genau. Du schleppst die Steine dahin. Dann machen wir... Entfernen wir ihn erstmal. Und der schleppt jetzt die Steine aber nur rüber wieder. Ich hoffe, das geht jetzt. Zack. So, was ist hier das Problem? Ach, Holzräder sind voll, deswegen wird hier kein Brett mehr hin und her geschleppt. Naja, okay, alles gut. Ja, ab und zu muss man doch nochmal nachgucken, ob hier alles läuft. Aber jetzt müsste es wieder langsam, aber sicher gehen. So, wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich die Steine nicht holen kann. Wo? Kann ich mit dem Fischerboot Steine ernten? Ich brauche Eisenplatten dafür, okay. Ach, weil ich hier diese harten, verstärkten Bretter noch herstelle, ne? Okay, wir machen hier mal kurz aus. Und dann sammeln wir erstmal auch wieder ein paar Eisenplatten. Damit wir hier eventuell mal kurz gucken können, ob das mit dem Fischerboot klappt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Fischerboot geht's auch nicht. Gut, ich müsste eventuell das hier alles erhöhen. Dann würde es gehen. Was ist das denn hier? Rohstoff entfernen. Wieso kann ich den nicht entfernen? Okay, geht nicht, so wie ich es gerne hätte. Ja, das scheint alles im Wasser zu liegen. Komme ich da nicht ran. Aber wir könnten einfach auch die Steinmetzfabrik ein bisschen weiter nach hinten setzen. Pass mal auf. Reißen die mal ab. Machen wir die Arbeiter hier alle weg. Die werden zwar gleich wiederkommen. Genau, du holst Wasser. Dann bauen wir hier die Steinmetzfabrik hin. Meinetwegen so. Ist egal, wird eh keinen Zugang nach vorne bekommen. Also, naja. Nee. Krieg ich keinen Zugang. Machen wir jetzt einfach so. Wobei das Quark ist. Ich müsste eigentlich... Das müssen wir freilassen. Gut, wir könnten hier lang gehen. Dann müssen wir diese hier entfernen. Wir können schon mal Stoffförderbänder setzen. Zwar so. Dann stellen wir hier bitte auch Ziegelsteine um. Hier kommen wieder drei Arbeiter. Zack. Wobei wir das auch optimieren könnten. Wir bauen mal ein Silo. Und zwar würde ich sagen, bauen wir es hier hin. Und ihr schleppt die Steine einfach nur hier rein. Dann bauen wir ein Förderband, was quasi das den Stein einfach nur hier reinschleppt. So, das geht, ne? Genau. Dann brauchen wir dann Greifer. Und den stellen wir um auf Ziegelsteine. So. Dann kommen die Ziegelsteine automatisch hier in unsere Werkstatt. Wir produzieren wieder Förderbänder, die dann automatisch wieder hier reingelagert werden. Teiler hätte ich jetzt gerne. Oh, mal gucken, ob das mit diesem Teiler geht. Ich will es mal ausprobieren, einfach nur. So, Logistik, was ist das, ne? Genau. Teiler. Platziert auf dem Förderband zum Wechsel der Ausgaberichtung. Leitet passenden Gegenstand auf dem Förderband um.
Bewegt passende Gegenstände in der vorgegebenen Richtung. Tyler. Oh, ist das gleich beim ersten Mal so, wie ich es mir vorstelle? Ja, genau so stelle ich es mir vor. Ein da, ein hier, ein da, ein hier. Irgendwann ist das hier voll, dann geht es nur noch geradeaus. So wünsche ich mir das. Sehr gut. Dann wird hier trotzdem kontinuierlich Stoffförderband hergestellt. Hoffe ich. Stoffe, Wagenräder. Ja. Gut, der eine Mann hier, der muss ganz schön hin und her laufen. Den könnte man theoretisch auch mal durch einen Wagen ersetzen. So, dann produzieren wir mal gleich, oder schleppen wir gleich 4 Bretter auf einmal mit. Hier stellen wir nochmal einen zweiten Arbeiter ein. Und der Wassermann, der ist mir egal. Gut. Das geht also auch wieder so seinen sozialistischen Gang. Sieht es in der Schule aus? Ja, 43%. Gut, okay, dann kümmern wir uns jetzt mal um das, was ich eigentlich am Anfang machen wollte. Ich möchte nämlich gerne Gegengift herstellen. Dazu brauchen wir eine Küche. Rezept wählen. Dafür brauchen wir nämlich Gewürze, Wasser und Brennstoff. Gewürze, Wasser und Brennstoff. Hier haben wir Kohle. Da könnte man theoretisch mit einem Teiler arbeiten. So, können wir hier erstmal schnell weiterbauen. Die Straße. Den Teiler müsste ich dann aber hier lang setzen. Einmal durch die Erzlagerstätte durch. Hab ich hier nicht irgendwo... Ach man, dass an diese Kohle ja nicht rankomme. Wobei, wir können... Doch, na klar, kommen wir auch rüber. Muss ich kurz überlegen. Also ich brauche Gewürze, Wasser. Wasser... Gut, kriege ich durch einen Brunnen. Kohle kriegen wir auch schon. Da müssen wir hier nur so eine kleine Konstruktion wieder bauen. So, hoch, hoch. Runter, runter. Dann... Holzpfeiler 1, 2, 3. Wobei der letzte, glaube ich, sinnlos war. So, und nochmal Halbtreppen. Ja, schon wieder die falsche Taste. So, jetzt müssen die Bänder theoretisch rübergehen, richtig? Ja, geht nicht, natürlich, weil ich brauche nicht die Halbtreppen, sondern die Gerüstdinger. Verwechsel ich jedes Mal. So, jetzt müsste es auch mit den Stoffförderbändern gehen. Perfekto. So, den setzen wir so rum. Dann machen wir da vorne ein Silo hin. Und stellen schon mal einen Arbeiter ein, der sich hier um Kohle kümmert. Sehr gut. Okay. Dann bräuchten wir eine Werkstatt. Ne, eine Küche, stimmt. Die können wir hier vorne ruhig ransetzen. Werkstatt, Küche, 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 Küche. Setzen wir einfach mal hier ran. So, Rezepte. Wir brauchen Heilmittel und aus dem Heilmittel für Gegengifte. Wo waren das? Brauche ich auch noch Fischöl. Und für Fischöl brauche ich Fische. Okay. Gut, dann machen wir Fischöl und dann Gegengift. Fischöl braucht Fisch. Gegengift braucht... Ach, scheiße, brauche ich auch Zucker dafür. Naja, gut, ist ja nicht so wild. Ist ja nicht so wild. Wir müssen ja eh... einen Bauernhof setzen jetzt. So, der muss... Also erstmal bauen wir noch einen Brunnen.
So, Arbeiter, du schleppst mir bitte Wasser immer hin und her. Genau. Dann brauchen wir Fisch. Okay, der produziert hier mehr als genug Fische. Dann machen wir hier nämlich auch einen Teiler rein. Ressourcen entfernen. Setzen wir hier den Teiler. Gehen dann upsala, da durch. Warum geht das nicht? Ach, weil das hier so uneben ist. Okay, müssen wir das mal kurz entfernen. Gelände noch mal ein bisschen bearbeiten. Landwirtschaft? Nee. Werkzeug? Werkzeug. Nach, keine Ahnung, oben. Ja. So, und hier. So, dann, da arbeiten wir, wie gesagt, wieder mit so einem Teiler. Genau, wunderbar. Fisch, Fisch, Fisch. Auf jeden Fall noch mal kurz das Werkzeug rausholen nach unten. So, jetzt geht's. Warum geht das da nicht? Ach, weil ich keine Dinger mehr hab? Keine Stoffförderbänder, wa? Okay, dann müssen wir den Wagen noch mal kurz entfernen. Wir haben keine Stoffförderbänder mehr, das ist das Problem. So, und den setzen wir dann so quer. Wenn wir noch eins haben. Kann man nicht schon mal das Fischöl produzieren? Ja, mir fehlen Stoffförderbänder. Aber ich habe doch eins gehabt. Hier ist wieder rausgenommen worden. Okay. Wagenräder fehlen mir. Weil mir Holz fehlt. Oh. Alles klar. Da müssen wir kurz mal hier ein bisschen das machen. Kann ich Rutschen eigentlich verbinden? Boah, jetzt bin ich gespannt, ob das geht. Amigo, hau mal bitte hier deinen Baum da gleich drauf. Bis vorhin rollten der. Ah, okay, nur bis da vorne. Gut, dann gehst du auch gleich mal nach hier hinten. So, und du schleppst deinen Baum bitte auch da drauf. So, die rutschen ganz kurz nochmal. So. Dann produzieren wir jetzt nämlich auch ein paar mehr Bretter. Und wir kriegen unsere Stoffförderbandproduktion wieder hin. So möchte ich das nämlich haben. Dann Fische gehen gleich in die Küche. Da wird dann Fischöl hergestellt. So, check, check, check. Dann brauchen wir noch Gewürze. Das, wie gesagt, müssen wir hier oben bauen. Dazu brauchen wir Bauernhof. Wie Bauernhof. What's the problem? Nicht genug Bevölkerung. Okay. So. Problem gelöst. Bauernhof. Bauen wir so. Dann brauchen wir schon mal kein Wasser. Das ist sehr gut, wie ich es gebaut habe. Da muss ich... Achso, zu teuer. Ja, logisch. Da kann ich aber, glaube ich, mit Rampen und so weiter arbeiten. Wenn nicht, muss ich das nochmal hoch und runter setzen. Mit dem Werkzeug, meinetwegen nach unten. Gott, Alter, man erkennt überhaupt nichts. So, das muss runter. Und das muss runter. So, dann haben wir jetzt nämlich eine gerade Fläche. Wunderbar. Und hier bauen wir an. Thank you.
Dann einmal Rezept wählen. Wir gießen durchgehend und wir produzieren Gewürze und Zucker. Zucker. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon Zucker angebaut habe. Aber ich glaube ja. Und Gewürze. So. Und theoretisch müsste ich 2 setzen. So, jetzt muss ich nur gucken, dass es richtig ist. Greifer, du machst bitte nur Gewürze. Ja, läuft. Und das andere... Ach, das geht nicht. Gelände zu steil. Gut, anders komme ich nicht raus. Da müssen wir das nochmal entfernen hier leider. Das leider auch 1 erweitern. So rum bitte. Hallo. So. Gewürze. Check. Da müssen wir auch noch mal ganz kurz ein Stück vor. Das darüber, das geht dann da hinten raus. Gut, so, dann können wir hier nämlich schon mal den Greifer machen. Der nimmt sich dann bitte nur den Zucker. Hier müssen wir uns auch noch einstellen, was wir machen. Nämlich Gewürz und Zucker. So, und jetzt müssen die restlichen Sachen alle kommen. Genau, das ist schon mal der erste Zucker, sehr gut. Gut, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir die fertigen Produkte haben. So, und dann sind wir nämlich da fertig. Und müssen da auch wieder rauskommen. Und dazu entfernen wir das und das. Gehen dann dadurch. Wobei, wir könnten sogar hier hochgehen. Dann von hier hinten kommen. Da lang, da lang, da lang. Das hier muss weg. Da geht's raus. Mit einem Greifer. Und ja, das habe ich mir fast gedacht. Mal die Geschwindigkeit, muss ich mal kurz anhalten. So, und hier kommt bitte nur raus Gegengifte. Gegengift. So. Können wir weitermachen. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles genau so gebaut habe, dass es auch funktioniert. Dass wir hier Gegengifte produzieren können. Das sieht sehr strange aus, aber... Ich glaube, es müsste alles hervorragend zusammen kombiniert passen. So, Fisch haben wir einfach viel zu viele gerade. So, was kommt hier eigentlich raus? Salben. Da fehlt es an Gewürzen immer. Dabei haben wir sogar schon 2 Arbeiter hier drin. In dem Bau... Ja, gut, okay. Da müssen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken machen. Das mit dem Gießen ist scheiße. Man muss also tatsächlich einfach die Dinger hier am besten gleich ans Wasser bauen. Das hilft nicht. So, aber Gewürze kommen an. Ja, wie gesagt, jetzt fehlen nur die Teile hier. Ne, müssen wir tatsächlich noch so rumgehen. So, 3 Stück noch. Und dann haben wir auch den Zucker. Dann müssen wir noch die Salben zurückschleppen zur Apotheke. Und dann stellen wir nämlich hier auch noch ein bisschen Gegengifte rein. Kriegen noch mehr Zufriedenheit. Boah, dann sind wir bei 35 Punkten. Was schon gar nicht mal so verkehrt ist. So, Wickelverband. Das Fischöl könnten wir übrigens hier rausschmeißen, die 9. Weil wir produzieren ja jetzt Salben.
Zumindest ab und zu mal. Ja, die Geschwindigkeit gefällt mir noch nicht, was wie die Salben kommen. Aber da liegt es halt eher an den Gewürzen. Naja, gut. Das sind Sachen, die wir uns leider nicht aussuchen können. So, sehr gut. Wir haben hier irgendwelche neuen Sachen freigeschaltet. Kurz gucken, ob das mit dem Zucker passt. Ja. Gut, dann Forschung. Wir gehen auf Maschinenhalle und Metallförderbänder. Damit wir vielleicht hier neue Förderbänder produzieren können, die schneller die Sachen liefern. Wobei, wenn ich mir das hier mal angucke, naja. Ich glaube, es wird nicht allzu viel Stellen geben, wo ich diese besseren Förderbänder brauche, weil eigentlich überall alles voll ist. Ja, also auch hier ist jetzt wirklich alles randvoll. Da muss ich mal gucken. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann, ja, gehen wir dann erstmal auf die Metallförderbänder. Also, bis übermorgen. Haut rein. Tschüss.